Hey Leute und willkommen, nach einer gefühlten Ewigkeit sind wir wieder hier zurück in unserer Trainerkette beim FC Bayern München. Und die letzte Folge ist ultra lange her. Ich verlinke euch einfach mal die Playlist von der Trainerkette in PES rechts oben beim i. Und da könnt ihr euch die ganzen alten Folgen anschauen, wer sie noch nicht gesehen hat. Und natürlich auch die letzte Folge, wo wir gegen Hoffenheim und gegen Bremen gespielt haben. Einmal gegen Bremen im Pokal und gegen Hoffenheim halt in der Liga. Wir sind hier in Spieltag 24 und ja, bald kommt PES 19 raus, bald zumindest die Demo. Und ich habe mich dazu entschieden, ich möchte die Karriere, zumindest die Trainerkarriere, die Verteidigerkarriere, ich habe ja auch eine Verteidigerkarriere in PES gemacht, verlinke ich auch mal hier rechts zu meinem i. Die muss jetzt nicht unbedingt fertig gemacht werden, ebenso wie Torwartkarriere oder so, weil da habe ich viel coolere Projekte wie die Koop-Karriere mit Jan. Das muss jetzt nicht fertig gemacht werden, vor allem weil wir da noch relativ am Anfang sind bei beiden Karrieren. Aber hier in der PES-Trainerkarriere sind wir bei Spieltag 24 und ich denke, die Saison kriegen wir noch rum. Also es wird natürlich den ganz normalen Upload-Plan weiterhin geben, also es kommt ganz normal F1, es kommt ganz normal die Koop-Karriere, es kommt ganz normal ETS, bla bla bla. Aber zum Beispiel an solchen Tagen, wo ETS kommt, kann nebenbei auch noch ein weiteres Fußballprojekt kommen, wie eben die Trainerkarriere. Ich will die Saison einfach nur rumbringen, sagen wir es ganz ehrlich, natürlich gut rumbringen und natürlich ganz normal weiterspielen hier. Aber wenn ich die eben rum habe, dann ist das Projekt damit beendet und dann geht es auch hier nicht weiter. Ich muss mich jetzt aber auch ein bisschen reinfinden hier wieder. Vielleicht kommt aber auch am Wochenende dann einfach mehrere Videos, wo halt einfach an einem Tag zwei Videos kommen. Eben dann auch mit PES als zweites Video quasi. So, ich muss mich jetzt hier ein bisschen wieder reinfinden. Wie gesagt, wir haben eine Siegesserie gehabt. Nach 6 Spielen hat sie geändert, nämlich gegen Hoffenheim. Da haben wir nur einen Unentschieden rausholen können. Jetzt spielen wir irgendwie gegen FC Porto. Ich glaube, das ist... Was ist das für ein Spiel? Ja, das ist tatsächlich die erste K.O.-Runde der Champions League gegen FC Porto. Wir spielen auswärts und natürlich zählen da Auswärtstore. Wir gucken jetzt einfach mal, wen wir spielen lassen. Ihr habt mir das auch damals geschrieben. Darauf habe ich eigentlich so gut wie nie geachtet, dass ich das hier, also diese Anzeige hier mir anzeigen lasse, kann man so sagen. Ich habe die einfach immer spielen lassen, je nach Fitness und so. Ist auch gar nicht so verkehrt, weil manche haben von euch geschrieben, dass es eben wichtig ist, ein eingespieltes Team zu haben und nicht immer nur den Fall nach oben. Aber zum Beispiel jetzt sowas wie hier, also Neuer ist okay, Alaba würde ich jetzt auch trotzdem einfach drin lassen. Aber sowas wie hier, Ribéry, ist ganz, ganz nach unten der Balken. Da könnte man dann einfach James Rodriguez zum Beispiel jetzt einsetzen. Das war so euer Tipp und ich habe das halt nie beachtet, weil ich das auch nie gewusst habe, dass man das so machen muss. Aber in einem der letzten Folgen haben mir das Leute drunter geschrieben. Und da wir jetzt wieder neu reinstarten quasi, werde ich es auch berücksichtigen natürlich. Aber wie gesagt, Alaba als Neuer, als Torwart, ein Torwart will ich eigentlich nicht wechseln. Obwohl Ulreich ja eigentlich einen Pfeil so schräg nach oben hat. Aber wie gesagt, einen Torwart möchte ich nicht wechseln. Und Alaba könnte man theoretisch wechseln für Benat, aber der hat ja noch schlimmeren Pfeil nach unten. Gut, ich würde sagen, wir starten rein und labern nicht mehr lang rum. Let's go. So, da die letzte Folge echt lang her ist, bin ich dementsprechend auch wahrscheinlich schlecht. Also ich habe privat nicht, also nie PES gespielt eigentlich, seit der letzten Folge. Heißt, entweder bin ich jetzt durch Glück und durch diese Pause quasi irgendwie besser. Das kann ja auch mal vorkommen. Also zumindest war das bei FIFA immer so. Wenn ich da eine kurze Pause gemacht habe, wurde ich dann einfach wieder besser. Aber es kann auch sein, dass ich natürlich jetzt absolut scheiße bin. Wir gucken uns das einfach mal an. Und Champions League ist ja jetzt eigentlich relativ wichtig. Das erste K.O.-Spiel. Wir spielen hier auswärts. Also lasst uns das Spiel bestreiten. Hoffentlich gut bestreiten. Und dann würde ich sagen, let's go. Jawohl, da haben wir das erste Tor kassiert. Oh, shit. Das ging schnell. Das ging schnell. Also wie gesagt, Verbesserungsvorschläge natürlich immer gern gesehen in den Kommentaren. Vielleicht haben wir hier noch die alten PES-Fans dabei, aber auch natürlich, da jetzt von Jan ja ein paar neue auf meinem Kanal sind. Vielleicht gibt es auch neue Leute, die hier einfach mit Tipps reinschreiben möchten.
Das könnt ihr natürlich gerne machen. Ich werde ihn natürlich berücksichtigen. Nur, dass ihr dahingegen auch mal Bescheid wisst. 1-0 nach, ich weiß nicht, glaube ich, 4 Minuten. Ah, nee, waren sogar 3. Nice. Ja, nein! Fuck! Ja, nein, wieder nicht! Gibt's doch nicht! Jawohl, jetzt aber! Zum dritten Mal Lewandowski mit dem Kopf. Jetzt sitzt er! 1-1. Ja. Ein Auswärtstor haben wir schon mal. Wie gesagt, ein Sieg wäre mir zwar schon recht. Also es wäre halt viel besser, wenn wir hier gewinnen. Aber ein Auswärtstor ist schon mal nicht schlecht, wie gesagt. Wir sind eigentlich die deutlich bessere Mannschaft. Ja. Aber typisch Bayern, viele Chancen, nichts draus machen. Weiter geht's. Oh Gott. Da kriegen wir die direkte Antwort quasi. Oh Mann. Ah, neuer richtig schlechtes Stellungsspiel. Auch wenn seine Form so den Balken nach unten war, aber ich kann den da noch nicht auswechseln. Das ist so ein Torwart, den wechselt man nicht dauernd aus. Aber, oh, den hätte man echt haben müssen. Du musst da ein bisschen weiter hinten stehen, Kollege. So, gibt eine Ecke. Ecke kann auch immer was werden. Die sind ein Pass ja ganz cool. Und vielleicht, jawohl, er ist tatsächlich drin. Den Kopfball erwischt Boateng nicht. Aber Robin kann ihn auf der Brust annehmen und, ja, einschieben. Also es war jetzt kein krasser Schuss, also Boateng kriegt den Kopfball nicht. Und Robben mit rechts sogar. Einfach eingeschoben. Aber nicht schlecht. Wie gesagt, aus Ecken kann in PES immer was passieren. In PES sind die Ecken echt cool gemacht. Ich liebe ja PES, wer es noch nicht weiß. Also ist ein geiles Spiel. Ich freue mich so auf PES 19. Das wird, denke ich, noch geiler. Beleuchtung und alles richtig nice, wie ich das bisher gesehen habe. Nein! Nein, Robben setzt den Ball so knapp am Tor vorbei. Schön gemacht, hier nochmal runtergespielt und wieder zurück zu Robben. Doppelpass auf jeden Fall, mega gut gemacht und dann mit Finesse am Tor vorbeigesetzt. Erste Halbzeit rum, 2-2. Wie gesagt, Auswärtstore sind nie schlecht. Dafür, dass es mein erstes Spiel ist, 2 Tore in einer Halbzeit, ist nicht übel. Also mein erstes Spiel nach langer Zeit, 2 Tore in einer Halbzeit, läuft. Aber natürlich, wie gesagt, Bayerns Problem, auch in echt oft, viele Chancen, wenig draus gemacht. Und ja, der Sieg muss trotzdem noch her. Kriegen wir hoffentlich hin. Warum wählt er nicht Vidal an? Der steht da direkt dahin, wo der Ball hinkommt. Und Boateng wählt er an, Vidal geht weg und Boateng kriegt ihn nicht. Jawohl, ey, es ist so behindert, na, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Sie machen wieder den Führungstreffer. 3-2 für Porto. Und es sieht für uns schlecht aus. Warum auch immer. Also, wenn ihr euch die Szene anschaut, ich weiß nicht, ab wann ich reingeschnitten habe. Weil, wie gesagt, ich labere ja nicht immer durchgehend. Hier, man sieht's ja hier. Ich habe den geblockt. Hier wollte ich wieder grätschen, aber dann hat er irgendwie so einen komischen Sprung gemacht. Und Neuer, ey, komm. Es kann nicht sein, dass man den nicht hält. Du stehst sogar in dem Eck und springst einfach viel zu spät. Hier, dass er den nicht umgrätscht, das war auch ein bisschen dumm. Also ich hätte da lieber einen Freistoß riskiert und eine Karte als das hier. Weil es war richtig vorhersehbar, dass sie jetzt Ultra-Duck machen und ein Tor machen. Und jetzt stellen sie auf volle Defensive, heißt, wir müssen offensiv gehen. Gleich werde ich auch mal wechseln und ich hoffe, dass wir hier irgendwie zumindest den Ausgleich noch machen können. So, die Wechsel werden durchgeführt, die werden gar nicht gezeigt. Was soll das denn? Wen habe ich nur gewechselt? Thiago, Tolisso, Robben, Coman und James Ribéry. Ja, ja, genau. Jawohl! Lewandowski, unser Retter, zumindest vorerst.
3:3, der erneute Ausgleich. Und wieder durch den Kopfball. 2 Tore hat er heute schon gemacht. Einer von Robben. Lewandowski 2 Kopfballtore, aber schön gemacht hier. Ball sich erobert. Stücken vorgelaufen, dann rausgepasst. Die Flanke war nicht schlecht und auch so wie das Tor gegen Neuer, gegen uns, quasi so über den Torwart gelupft. Mit dem Kopfball eben. Hätte man auch haben können als Casillas, aber naja. Kein Problem mit, 3:3 und es ist noch nicht verloren. Er pfeift. Es ist noch nicht mal eine Minute rum gewesen in der Nachspielzeit. Es hätte nochmal eine Chance geben können hier, er hat abgepfiffen. 3:3. In diesem ersten Spiel, wie gesagt, seit langem her, hat es nicht für einen Führungstreffer gereicht, nicht für einen einzigen, nicht für den entscheidenden letzten. Ja, immerhin 3 Auswärtstore, wie gesagt, hätte aber noch mehr sein können, mehr sein müssen. Aber gut, ich verzeihe mir das selbst und ich hoffe, ihr verzeiht es mir auch, weil es eben das erste Spiel seit langem ist. Jetzt würde ich sagen, starten wir direkt rein. Ich glaube, wir haben das Spiel gegen Mainz 05. In der Bundesliga sieht es in der Tabelle ja gar nicht schlecht aus, Jo, gegen Mainz. Also die Tabelle sagt auf jeden Fall Gutes. Wir sind auf jeden Fall mit ordentlichem Abstand Erster. Jo, mit 13 Punkten, wenn ich das hier richtig sehe, sind wir auf Platz 1. Jetzt haben wir das Spiel gegen Mainz 05 zu Hause. Und ja, dann sehen wir da unten schon für die nächste Folge. Da spielen wir gegen Bremen. Und ja, mal gucken, ob wir dann wieder das Rückspiel haben. Ja, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, denn 3:3 ist nicht so die beste Ausgangslage. So, dann schauen wir einfach mal hier drauf und wir sehen auch, dass hier schon ein paar schlechte Balken auch dabei sind. Und wir können auch so oder so, würde ich jetzt einfach mal ein bisschen durchrotieren, den gegen Mainz sollte es machbar sein, sagen wir es mal so. Also es wird gegen Mainz nicht einfach werden, das ist klar. Das ist in PES kein Spiel. Kein Spiel in PES ist einfach. Aber ja, das ist trotzdem, denke ich, einfacher als gegen Portugal. Deswegen können wir hier auch gut und gerne mal den einen oder anderen Spieler durchtauschen und zum Beispiel auch Gabriel Jesus für Lewandowski spielen lassen. So, München gegen Mainz, wir starten direkt rein und wie gesagt, ich hoffe, dass es ein bisschen einfacher wird. Ja, nein, er hat beide Bälle gehalten, jetzt vielleicht, komm an! Oh, ganz stark vom Keeper, dass er die beide gehalten hat. Den ersten, okay, gut, aber den zweiten, dass er da auch nochmal aufspringt und den kickt. Krass. Oh, Thomas Müller. Uiuiui, wir spielen hier gar nicht schlecht. Also, so richtig Tempo drin, sagen wir es mal so. Also, es ist richtig zack, 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 One Touch und hier richtig nice die... Ja, der Volley-Versuch kann man fast sagen, so Seitfallzieher. Leider nicht drin. So, leider kein guter Schuss. Aber wie gesagt, ist alles so ein bisschen One-Touch fast. Wir haben hier leider keinen Lewandowski, der hier die Flanken gut verwerten kann. Da muss Müller ein bisschen aushelfen. Aber wobei Müller auch nicht der Beste im Kopfball ist. Ja, weil Jesus ist einfach ein bisschen kleiner und er kriegt das nicht hin. Müller steht da bei der Ecke und der Verteidiger oder wer auch immer steht auf der Linie. Ah. Müller schon wieder. Boah, was für ein Schuss von Coman. Der hätte sitzen können, theoretisch. Also war nicht schlecht. Auch wieder eine Direktabnahme, leider verzogen. So, es wäre mal langsam Zeit für ein Tor. Das signalisiert hier auch Gabriel Jesus. Mit diesem... Ja, auch richtig guten Schuss schon wieder aufs Tor. Wir sind hier schon fast in der 30. und es steht 0-0. Jawohl, da ist es. Angekündigt das 1:0 durch Corento Tolisso. Ja, der ist kopfballstark. Tolisso ist ein kopfballstarker Spieler. Schöne Ecke, schön geköpft. 1:0, wie gesagt, überfällig. Ja, sie standen ultra unter Druck. Machen das Tor aber trotzdem. Der erste Schuss von Mainz
Und es steht 1:1. So ein Bullshit, echt. Das gibt's echt nicht. Verteidigen konnte ich ja noch nie richtig gut. Aber dadurch, dass ich jetzt auch aus der Übung bin, ist das echt kritisch. Und wir sind die ganze Zeit am Pressen und am Machen. Und jetzt, wo sie einmal in Angriff gehen, obwohl ich sie auch die ganze Zeit... Ich bin ihnen die ganze Zeit hinterher gerannt, die ganze Zeit auf X gedrückt, den Ball die ganze Zeit irgendwie berührt. Aber sie haben es trotzdem irgendwie geschafft, sich durchzuwurschteln und... Ja, haben das 1:1 gemacht. Ja, probiert's trotzdem mal, Gabriel Jesus. Ja, wie gesagt, typisch Bayern einfach. Wie gerade schon im Spiel. Wir haben so viele Chancen, ne? Ich weiß nicht, wie viel auf der Statistik. Gucken wir jetzt mal. 16 Schüsse zu 2. 8 Schüsse zu 2 aufs Tor. Junge, Junge, Junge. Und einer drin. Das ist echt typisch Bayern. So viele Chancen, so viele Möglichkeiten. Nichts draus machen. Jetzt. Jetzt. Nein, wie kann man den denn nicht machen? Also ich verzweifle, ich... Es kann nicht sein. Ich zweifle echt gerade am Verstand. Das gibt's doch nicht. Boah, hat er den verzogen. Fuck, Alter. Oh, schade. Ja, wir haben gerade ein bisschen ausgewechselt. Jetzt ist wieder Lewandowski, Robin, James Rodriguez drinnen. Und dann macht Boateng das Tor. Wieder durch eine Ecke. Und der zweite Treffer am heutigen Tag. Wieder durch eine Ecke. Aber wir gehen zumindest in Führung. Das ist doch schon mal was. Und jetzt haben wir auch gewechselt. Jetzt können auch die Flanken von Lewandowski besser angenommen bzw. verwertet werden. Ein paar neue Kräfte da drin. Hoffe, dass wir die Führung ausbauen. Ah, der hält auch so viel. Ne? Neuer hält fast nichts. Der hat nie was zu tun. 2 Schüsse bisher von Mainz, einer davon drin. Wir haben so viele Schüsse, ne? Die waren ja alle nicht schlecht. Ich meine, die sind aus der zweiten Reihe, viele auch. Aber der hält echt ultra viel. So, die letzte Chance gehört uns. 1 Minute Nachspielzeit. Der pfeift ja eh früher ab, wie beim letzten Mal. Wir kriegen sogar nochmal einen Wurf, also wir zögern damit auch ein bisschen Zeit irgendwo raus. Kein Problem. Jetzt schlagen wir nochmal die Flanke. Lewandowski wartet in der Mitte schon. Die Flanke war nur absolut schlecht. Irgendwas können wir noch draus machen, bestimmt. Robben ist noch am Ball. Jetzt spielen wir nochmal raus. Die Flanke kommt nochmal in die Mitte und da steht James Rodriguez. Aber die Flanke war leider nichts Besonderes. 2:1 ist der Endstand dieses Spiels. Ja, 2 Eckbälle, beziehungsweise 2-mal nach Ecke ein Tor gemacht. Ja, wie gesagt, ich bin doch irgendwo ein bisschen enttäuscht. Ich meine, wir haben gewonnen, weitere 3 Punkte, das ist ganz geil alles. Aber wenn du bedenkst, dass wir jetzt ungefähr mehr als, also wir haben auf jeden Fall mehr als 20 Schüsse. Ja, 21 Schüsse, 12 aufs Tor. Wie gesagt, auch ein paar aus der zweiten Reihe, aber nicht alle. Das ist schon echt crazy, dass da wirklich nur 2 Bälle und dann durch Eckbälle eben reingegangen sind. Ist irgendwo traurig. Man sieht es auch hier, 146 Pässe, davon nur 20 Fehlpässe, da hatte Mainz auch viel mehr. Also wir waren schon besser, aber ja, machst du nix, ist so. 2:1 reicht ja trotzdem für 3 Punkte und im nächsten Spiel spielen wir gegen Bremen in der nächsten Folge. So, ich lese mal die Ergebnisse vor. Bayern Mainz 2:1, Hertha Stuttgart 1:4, Freiburg Hoffenheim 1:1, Frankfurt Hamburg 0:1, Leverkusen Leipzig 2:2, Schalke Augsburg 3:1, Gladbach Borussia Dortmund 2:2, Dortmund hat auch nur unentschieden gespielt gegen Gladbach, Hannover Wolfsburg 2:2 und Köln gegen Bremen 3:0. Also Köln hat Bremen auch mit 3:0 besiegt und wir spielen jetzt dann gegen Bremen, die auf Platz 9 sind. Okay, Köln auf 10. Also da haben sie ein bisschen Punkte aufgeholt. Das ist ganz nice. Ansonsten die ersten 6 Plätze sind alle so geblieben wie bisher. Da hat sich nichts getan. Wir haben immer noch 13 Punkte Abstand auf Schalke. Und ich glaube, gegen Schalke haben wir schon gespielt. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, lasst eine Wertung da, wenn euch der Part gefallen hat. Und dann würde ich sagen, schaut unbedingt, unbedingt wirklich bei der nächsten Folge vorbei. Und bei den ganzen anderen Projekten. Ist alles mega, mega nice. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.